Hallo und herzlich willkommen zurück hier zu Let's Play The Last of Us Part 2. Ja, letztes Mal haben wir ja versucht, Abby zu konfrontieren und wir haben es nicht geschafft, sondern eher nur so zwei Halunken gefunden. Also zwei Gruppenmitglieder der WLF und die haben wir umgebracht. Und jetzt wissen wir nicht, wo Abby ist. Und letzte Spur haben wir damit sozusagen gekillt. Weil hier ist Dina und wir müssen jetzt. Keine Ahnung. Also ich habe keine Ahnung, wie es jetzt weitergehen soll, weil. Alles der Sinn oder nicht der Sinn, aber wir haben alles verloren. Wir haben jede Spur ist jetzt weg. Außer natürlich Tommy hat eine neue Spur, weil wenn ich mich erinnere, war er letzte Folge auch da. Wenn er da war, und es ist nicht eine Einbildung von uns war. Könnte ich mir halt auch gut vorstellen, weil er diesen Sound halt wieder gehört hat. Und es war keine Einbildung. Hier durch. Nee. Alles klar. Vielleicht hier durch. Hier lang vielleicht? Owen Moore. Ich glaube, ich kann das nicht ertragen. Es tut zu weh. Es fühlt sich an, als würde ich ihn betrügen, wenn ich gehe. Geht es überhaupt noch um ihn? Er würde wollen, dass ich gehe. Für ihn würden diejenigen, die er liebt, an erster Stelle stehen. Das stimmt. Davon redet sie von Joel und das stimmt. Denn bei Joel war es immer so, die an erster Stelle stehen. Das waren mal die Menschen, die er gern gehabt hat. Ich meine, er hat mit seinen ganzen Töten und... du kannst Joel... Joel, also hier kannst Joel 1 sagen, natürlich war es falsch, dass er da rumgemordet hat und oft, ob es immer richtig war, weiß ich nicht, aber kannst Joel 1 sich vorenthalten, er war immer für seine Freunde da. Also, egal, auf wie viel Schmerz erlebt er hat, ne, er hat ja seine 12-jährige Tochter, wurde ja erschossen, hat er miterlebt. Egal, wie viel Schmerz er erlebt hat, er war immer für seine Freunde da. Und das finde ich bei Joel, ja, ey, toll. Weil Joel war kein Mensch, also wenn Joel dich getötet hat, Joel war keiner, der jetzt sagt, ey, wir sind beste Freunde und dann drehst du den Rücken zu und schießt er als erstes den Rücken. So war Joel nicht. Joel hat niemanden in den Rücken geschossen. Und das finde ich an Joel einfach auch irgendwie, ja, fand ich an Joel auch, ja, das ist einfach an Joel einfach auch das Beste. Aber ihm wusstest du natürlich, wenn er dein Freund war, er wird dir niemals in den Rücken schießen. Das wird nicht klappen. Ist alles voller Schnee. Nein, wenn wir da ankommen, wird alles getaut sein. Wo willst du hin? Brauchte nur Luft. Warum seid ihr noch wach? Konnten nicht schlafen. Hier, sieh dir das an. Wir wollen über Ellensburg nach Hause zurück. Wenn wir bis morgen in Fall City sind, wäre das gut. Hey. Die haben gekriegt, was sie verdienen. Aber sie darf weiterleben. Ja. Ist das okay? Muss es sein. Ich freue mich echt nicht drauf, wieder durch Idaho zu kommen. Du solltest dir lieber Sorgen machen, was Maria mit dir anstellt, wenn du zurückkommst. Wir haben schon Schlimmeres durch. Aber als ich in die Stadt durch so eine Nobelecke kam, habe ich eine Halskette gefunden. Die funkelt ziemlich. Glaub, die ist aus echtem Gold. Du glaubst, die ist aus echtem Gold? Es ist echtes Gold. Zeig mal. Ich weiß, wie Gold aussieht. Wenn die echt ist, können wir sagen, sie ist von uns allen. Such dir was Eigenes zum Bestechen. Tommy hat recht. Wie geht's dir? Gut.
Ellie. Gut. Danke, dass du für mich da warst. Ich lasse meine Freunde nicht im Stich. Du bist so schmalzig. Okay, wie wär's mit... Meine Freunde kommen eben ohne mich nicht klar. Scheiße. Was ist denn jetzt? Was? Jesse, steh auf! Hände hoch oder ich erschieße ihn! Mach es bloß nicht, Ellie! Hau einfach ab! Steh auf! Sofort! Tu nicht, was sie sagen! Halt die Fresse! Fuck. Okay. Stopp! Stopp! Waffe runter! Waffe runter! Fuck. Nein! Nein! Ich weiß, warum Joel sterben musste. Er hat alles getan, um mich zu retten. Wegen mir gibt es keine Heilung. Du bist hinter mir her. Lass ihn gehen. Du hast meine Freunde getötet. Wir ließen euch beide am Leben. Und es war umsonst. Was? Jesse ist tot. Dad! Dad! Komm schon. Vier Jahre zuvor. Abby, ich wollte mich nochmal bedanken. Dein Vater war ein fantastischer Lehrer, als es schließlich um die komplizierten Verfahren ging. Ich kann dir gar nicht sagen, wie dankbar ich dir bin, dass du dich für mich eingesetzt hast. Ich finde, wir sollten was trinken, was zu trinken besorgen und sobald wie möglich richtig feiern. Mal. Ich habe versucht, dich zu zeichnen, als du geschlafen hast. Aber meine verdammten Hände können deine betörende Schönheit einfach nicht einfangen. Hat Spaß gemacht gestern, lass uns das wiederholen. Deine taube Nuss, Owen. 4 Jahre. Dad? Okay. Aber was hat sie von der Heilung? Dad, komm schon! Ich meine, gut, okay. Das doch nicht andauern. Aber irgendwie... Naja, gut, vielleicht ist das irgendwie so ein Miet, aber das... War die WLF auch an Heilung? Das wusste doch gar kein anderer. Außer die Fireflies. Mit der Heilung. Obwohl, nachher haben sie sich ja zusammengeschlossen. Aber wussten die das bei den Fireflies? Oder wusste das nur Marlene? Ich weiß nicht, wie weit Marlene das damals Leuten erzählt, dass er die Heilung ist. Für diese Pilzinfektion hier, für die Klicker und Cordyceps. Dann gehen wir wieder zurück, ne? Nö, zurück will ich nicht. Hier lang. Nee, ich weiß auch gar nicht, was das jetzt soll. Also Dad, bin eben auch ein bisschen irritiert jetzt gerade, weil eben so ballert sie da auf uns ein und auf einmal Dad, jetzt fühlen wir sie Abby wieder, aber 4 Jahre zuvor, das passt irgendwie nicht. Ich meine, wenn wir jetzt die Vorgeschichte gesehen hätten, wie sie
wie sie zu dahin gekommen ist, okay, aber warum 4 Jahre? Hier geht's nicht lang. Aber ich schätze gerade mal, das kann gut passen, dass Abby gerade Ellie erzählt, warum. Ja. Ja, ganz ehrlich, sie hat Joel grausam getötet. Ich meine, ganz ehrlich, das ist nicht zu entschuldigen. Joel war cool. Na, wo ist der? Wo sind wir? Wo steckst du? Ja, das freut mich auch. Ich muss wissen, wo dein Dad steckt. Dann mal los. So. Dad! Und warum... Okay. Wie komme ich über diesen Zaun? Und warum lässt sein Vater... Warum lässt ein Vater seine Tochter zurück? Im Wald, oder wie? Lichterfest im Zoo. Warme Lichter. 20 Jahre zu spät. Weißt du, Joel umbringen und mir ins Wort fallen, ne? Hm? Warme Lichter begrüßen Sie zu einer wunderbaren nächtlichen Reise durch den beleuchteten Wald. Ein Sternentunnel und zahlreiche verblüffende Lichtinstallationen. Besuchen Sie unsere tierischen Freunde in festlicher Stimmung. Und ja, die Rentiere sind wieder da! Jetzt Tickets sichern. 14. Dezember 2013 bis 1. Januar 2014. Eins kaufen und das zweite zum halben Preis sichern. Und es hat nie stattgefunden. Scheiße. Geh mit. Woher? Ich glaube, egal, wenn wir jetzt spekulieren, wieso, weshalb, warum, wir werden auf die Antwort sowieso nicht kommen. Hat geklappt. Ja, das geht's ja nicht. Sieh mal einer an. 1978. Virginia. Toll. Jetzt nicht durch. Vielleicht komme ich aufs Dach. Achso, hier gibt's keine Tür. Nee, stimmt. Na gut, dann geht's aufs Dach. Okay. Aber warum ist der Vater nicht da? Das check ich nicht. Wo ist der Vater? Ich meine... Man sie ist, na gut, erwachsen scheint sie ja schon zu sein. So, aber. Gut gemacht, Abby. Gut gemacht, Pyrus. Für den Sprung. Ah, gut gemacht, Pyrus. Hat gut exekutiert. Du hast da ein bisschen Matsch, Süße. Du auch? Wo? Na hier. Oh. Weißt du, immer wenn du einfach abhaust, machen sie mir die Hölle heiß. Ach komm. Sie hätten dich tatsächlich lieber in Sicherheit. Der Wald ist sicher. Dad. Abs, sie hält sich jetzt direkt hinter diesen Bäumen hier auf. Und? Sie wirft jetzt bald. Wir sehen nur kurz nach ihr und gehen dann zurück. Versprochen. Beeilen wir uns einfach. Siehst du? Ich habe ja meine Tochter, die mich beschützt. Woher wusstest du, wo ich bin? Owen hat mich verraten, oder? Das ist sein Job. Wie hast du es aus ihm rausgekriegt? Gefragt?
Sie hat wohl eine Abkürzung genommen. Hey, hab was gefunden. Wow, 1978. Die fehlt mir noch in meiner Sammlung. Kannst sie behalten, wenn du mir versprichst, sowas nicht nochmal zu machen. Okay, einverstanden. Warum glaube ich dir nicht? Keine Ahnung, was du meinst. Komm schon, suchen wir weiter. Dad! Schon gut. Du bist wieder bei Owen, ehe du dich versiehst. Moment, was? Gar nichts. Nur, ihr beide verbringt ziemlich viel Zeit zusammen. Viel mehr als früher. Oh Gott. Wie lange weißt du's? Ich bin dein Dad. Ich sehe sowas. Zum Beispiel, wie ihr wirklich ganz doll versucht, euch nicht anzusehen, wenn ich dabei bin. Ich kann das nicht. Und er bringt dich zum Lachen. Ja, weil er so ein Blödmann ist. Mir gefällt einfach, dass er jetzt so nett zu mir ist. Dann nutzt du ihn also aus? Apps, da. Frische Spuren. Schnelles Thema wechseln. Das hier ist nur ein Trick von dir, um mit mir Spurenlesen zu üben, oder? Aber nicht doch. Funktioniert es? Ja, ich meine, ich habe dich gefunden. Ja, aber mit Schummel. Man tut, was man tun muss, damit alles läuft. Wow. Du hörst mir ja doch zu. Manchmal hast du helle Momente. Mal sehen, ob wir was anderes finden. Aber die beiden erinnern auch an Joel und Ellie. Ein bisschen. Siehst du noch was? Noch nicht. Such weiter. Oder treffen wir gleich auf Joel, wie er ihn abknallt. Gerade so voll die Idee. Oh Gott, ich hoffe, ich habe nicht recht. Na okay, ich habe nichts gesagt. Ich will nicht recht haben. Nein. Das wäre aber die einzige logische Erklärung. Sieh mal hier. Sie hat schon entbunden. Ist das die Plazenta? Oh ja. Oh. Und da. Lecker. Zwei Spuren. Dad? Das ist sie. Na los. Das klingt gar nicht gut. Los, komm. Dad, warte. Was, wenn hier Infizierte sind? Das Gebiet ist sauber. Wusstest du, dass sie wandern? Du bist bewaffnet, oder? Ja. Was willst du nehmen? Der war mal weg. Warte mal. Das war eben. Ist das ein Bucket gewesen? Was, wenn hier Infizierte sind? Warte mal. Das Gebiet ist sauber. Wusstest du, dass sie wandern? Du bist bewaffnet, oder? Klar. Dann bin ich unbesorgt. Oh, Mist. Maps. Genau. Oh nein. Wir müssen sie losschreiben. Ist okay, ganz ruhig. Keine Angst. Wir tun dir nichts. Ist okay.
Verdammt, das steckt richtig tief. Herz, komm her. Hier. Ich halte sie fest. Okay. Ganz ruhig, ganz ruhig. Doc! Doc, sind Sie hier? Wir sind hier, Owen. Was? Hey, komm her und hilf mir beim Festhalten. Wir brauchen Sie oben bei... Owen, festhalten! Na los! Hey, Vorsicht! Okay, hast du sie? Ja. Okay, dann los, Abs. Langsam. Heilige Scheiße. Alle suchen nach ihnen. Wir müssen... Hey, halt! Dad! Was ist los? Komm mit! Das haben wir gut gemacht. Doc, das Mädchen ist da. Welches Mädchen? Von dem Aline dauernd redet. Sie war in den Tunneln. Sie hat eine alte Bisswunde am Arm. Kein Zeichen einer Infektion. Das kann nicht sein. Sie machen schon Tests, aber sie brauchen ihre Hilfe. Dad. Gehen wir. Das ist das Krankenhaus aus dem Finale. Es ist mit dem Hirn verflochten. Wir haben keine Wahl. Es muss doch auch anders gehen. Wir können die Probe nicht entnehmen, ohne den Wirt zu töten. Den Wirt? Sie ist ein Kind und keine Petrischale. Glaubst du, ich weiß nicht? Ich bin mir der Situation bewusst. Und du kannst damit leben, sie zu töten. Ich kann damit leben, einen Impfstoff zu entwickeln, der Millionen rettet. Wie viele Fireflies sind für weniger gestorben? Das war ihre Entscheidung. Fragst du um Erlaubnis oder wirst du es sowieso machen? Ich bitte dich, sieh es ein. Und wenn das Abby wäre? Hör zu, alles, wofür wir gekämpft haben, all die Opfer, all diese schrecklichen... All das wird durch diese Tat gerechtfertigt. Wäre das deine Tochter, was würdest du tun? Abby. Dein Abendessen. Danke, Süße. Hey, Marlene. Tu es. Danke. Ich werde es Joel sagen. Wieso? Er hat sie durchs ganze Land begleitet. Er hat ein Recht darauf. Viel Glück bei der OP. Du tust das Richtige. Ich wollen, dass du es tust. Und jetzt erfahren wir die Wahrheit.
drin? Ist das? Abby. Nein! Abby, nicht drin sein! Nein! Abby. Nein! Nein! Verdammt noch mal auf! Hört bitte auf! Bitte tu das nicht! Joe, bitte steh auf! Nein! Schmoren der Hölle, Pendejo. Ich bring euch um! Wow, wow, was soll das? Manny. Aufräumen. Nein, nein, nein. Wir wollten ihn. Das war's. Lebendig sind sie ein Risiko. Das war doch klar. Er hat recht. Wir müssen das beenden. Wenn wir sie töten, sind wir nicht besser als er. Sie haben uns nichts getan. Ach ja, und mein Gesicht? Scheiß auf dein Gesicht. Du hättest Wache stehen sollen, wie ich dir gesagt habe. Weg da! Hör auf! Was ist das? Sonst was? Hör sofort auf! Beruhigt euch! Jordan! Erschießt du mich? Stopp! Das reicht. Seattle, Tag 1. Abby. Oh. Ruhig. Alles okay, Abs? Ja, nur... Was gibt's? Ich hab dich überall gesucht. Wir haben einen Einsatz. Isaac will uns an der Front. Was? Im Ernst jetzt? Leider ja. Beeilen wir uns. Es geht sofort los? Ja. Vámonos. Okay. Mein Nacken. Hey, danke für das Zimmer letzte Nacht. Ja, wer war es diesmal? Die Küchenbraut? Nein, die Wetterbraut. Sie hat ihren Berg verlassen. Ah, die Wissenschaftlerin. Schön. Ah, sie ist ein bisschen zu begeistert von ihrem Job. Sie sprach dauernd von einem Sturm und ich weiß nicht. Hat sich's gelohnt? Oh, absolut. Jetzt kann ich glücklich sterben. Das solltest du. Was Besseres als sie findest du nie. Das denke ich eigentlich auch. Boah, hier ist ja richtige, hier ist eine richtige Kampf, also eine richtige Truppe hier. Also mit Sportclub, Betten, also Betten klar, aber Sportclub. Cool, kann man da rein. Aber wir machen wohl auch, glaube ich, ganz schön gut Sport, wie wir aussehen. Aber damit würde ich sagen, beende ich die Folge. Also ich muss jetzt ehrlich sagen, ich kann es verstehen, dass Abby Joel getötet hat. Ich meine, Joel hat aus Liebe gehandelt und Abby hat aus Hass gehandelt. Joel, ja, es war, naja, es war also nicht klar, dass sie sterben wird. Die Ellie, die wäre ja gestorben beim Herstellen des Impfstoffs. Und ich glaube auch, dass das nicht, dass Ellie das auch nicht wusste, weil Ellie sagte ja davor noch, bevor man ins Krankenhaus mit Ellie geht, wenn das hier vorbei ist, bringt sie mir Schwimmen bei. Das heißt, Ellie hat auch damit gerechnet, dass sie das überleben wird. Das heißt, ja, Joel hat Ellie gerettet und dafür eine andere Familie zerstört. Ja.
Ist auf jeden Fall krass. Ich kann es verstehen, weil wir machen ja jetzt eigentlich nichts anderes. Ich meine, gut, wir bringen gleich alle um, aber. Naja, aber man muss sagen, dass. Da war Abby, wenn man so will, harmloser. Weil Abby hat nur Joel getötet. Die hat niemanden anderen wehgetan. Okay, Ellie hat man sich gegen die Rippen getreten und Joel und Tommy haben auf die Fresse gehauen. Aber sonst haben sie nichts gemacht. Und was haben wir gemacht? Wir haben gleich alle umgebracht und auch die, die dafür überhaupt nichts konnten. Ich bin gespannt, wie das jetzt weitergeht. Also, wie gesagt, ich finde die WLF ja sowieso scheiße, aber nicht nur wegen Joel, sondern auch, naja, weil die ja auch andere einfach umgebracht haben. Ja, vielleicht war man vielleicht doch ein bisschen zu hart. Gut, Leute, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein. Bis dann, euer Byris. Tschüssi, bis zur nächsten Folge. Haut rein.